Okay, kann weitergehen. Die Tiere rund um die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patrouillen machen es auch nicht besser. Praktisch sein. Sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Schön. Richtig zu Hause ist das Imperium hier nicht. Sieh dir die an.
aus wie Samen. Lass uns ein gutes Beet für sie finden. Vorsicht, BD! Was soll ich denn noch sagen? Sia, ich dachte... Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Cal, du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können. Verstehst du das? Nicht die Zeit für Kämpfe. Das Tempo gefällt mir schon besser.
einen Weg, es rauszufinden. Diese gesamte Struktur ist die Anlage. Aber wofür? Warum haben die mich hier postiert? Sie wissen nicht mal, wo... Versperrt.
Weiter geht's. Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Eine Datendisk aus der Zeit der Hohen Republik. Ich wette, sie hätte Verwendung dafür. Technik. Die gleiche, die Sees Kammer versorgt hat. Wir nähern uns.
Spionagedroiden. Die Anlage findet noch jemand interessant. Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalore wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei Sie vielleicht doch eine Schraube locker. Konzentration. Bleiben wir in Bewegung. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Hierher muss Santari Cree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalore war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Willkommen auf Tenalore. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht.
Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tenelor? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat. Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Ihr! Ich hab euch gesehen! Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Aber seid auch im Weggang. Sind die Dinge anders? Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Wir können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück.
Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung, meine Heimat, und Sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Berge, wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! Was habt ihr getan? Angst? Sehr mühsam. Unfähig. Wie schwach. Oh, bitte. Dürftig. Ich bin überlegen. Was? Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verraten und Tannelor aufgegeben hat. Trivia! Was das? Ihr könnt nicht gewinnen. Stellt euch! Schwach. Armselig. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Gegen mich zu stellen. Halt! Ich bin nicht euer Feind. Nur wir sind noch übrig. Was ist mit euch passiert? Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! Ha.
Schlüssel nach Tenalore. Meinte Cree Dagon? Wie konnte sie Tenalore jemandem wie ihm anvertrauen? Tenalore sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Tenalore sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob
Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Es ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch.